Hallo zusammen, ich habe hier einen Kühlager gehabt und besteht das aus einer Speicherplatte, einer Holding Plate auf Englisch. Und diese Speicherplatte hat rund 10 Kilo. Was ist das? Das ist ein Tank aus Chromstahl und innen drin ist eine Sohle, ein Alkohol-Salz-Wassergemisch. Und das friert bei minus 5 Grad und somit kann ich das durchfrieren, Kühlmaschine ausstellen und dann kühlt das Ding weiter, ohne dass ich Strom brauche. Ein sogenannter Kältespeicher, Holding Plate in die Richtung. Jetzt das Teil hier ist relativ groß, das hat rund 10 Kilo Gewicht. Und das hat eine Speicherleistung von 920 Wattstunden. Das passende Kühlaggregat dazu, hier wird das mit Kupplungen verbunden. Dieses Kühlaggregat hat eine Kälteleistung, wenn es auf Maximaldrehzahl läuft, Spitze um die 100 Watt. Das heißt, ich habe 10 Stunden, um das Teil durchzufrieren. Beziehungsweise ich brauche meist noch ein bisschen Restkälte für die Kühlbox. Also habe ich um die 12 bis 15 Stunden Dauerbetrieb auf Höchstleistung von der Kühlmaschine, dass ich diese Platte durchfrieren kann. Wenn ich jetzt auf dem Boot eine Kühlwanne habe oder einen Kühlschrank, der hat ein Volumen von 100 Liter, dann hat er einen Tagesbedarf von 400 Watt am Tag, kann auch nur 300 sein, kann aber auch bis zu 500 gehen. Wenn ich jetzt in dieser Speicherplatte 900 Watt Kälteleistung gespeichert habe, dann kann ich, wenn ich das Kühlaggregat ausschalte, rund 2, 2,5 Tage, vielleicht auch 3 Tage, diesen Kühlschrank kühlen, weil diese Platte bleibt dann immer auf ca. 0 Grad und kühlt den Kühlschrank. Ihr seht, das Ding ist noch vereist, das hält jetzt noch ein paar Stunden, bis das aufgetaut ist. Steuern kann man das Ding relativ schlecht, also es wird eigentlich runtergekühlt. Es wird teilweise mit einer Temperatursonde gearbeitet, hier dran, wenn es einen minus 10 Grad hat, schaltet das Teil aus. Hier wird wirklich gepuffert, aber die Regelung von solch einem Kühlschrank ist relativ schlecht. Der Kunde kriegt jetzt hierzu noch diesen Digitalthermostaten mit der Raumsonde. So kann er, sieht er die Raumtemperatur. Und so könnte er auch das Kühlaggregat mit der Raumtemperatur steuern. Das stellt man ein auf plus 2 Grad, relativ tief. Und wenn man dann mit dem Boot unterwegs ist und keinen Strom mehr brauchen will, dann wird das Ding einfach abgeschaltet. Ja, das ist es. Speicherplatten, da gibt es auch noch viel größere Speicherplatten. Das sind so mannshohe Dinger. 50 Kilo schwere Speicherplatten. Je mehr Gewicht eine solche Speicherplatte hat, desto mehr Speichervolumen ist drin und desto länger hält dann dieser Kühlschrank. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag und hier stelle ich euch ein identisches Kühlaggregat vor.